Ja, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zu einem weiteren Age Game. Und zwar ein ziemlich, eigentlich sehr aktuell neues Age Game. Wird aktuell gerade entwickelt von Kintsugi Digital. Könnt ihr euch schon auf itch.io oder auf der Patreon-Seite von ihm. Ist aktuell auch in der Version 0.6.1 für Windows, Mac, Linux und Android in den Sprachen Englisch. So, was haben wir denn da heute mal anzubieten? Also, optisch gesehen wirkt das Ganze eher mehr so eine Art, schwer zu sagen, Koikatsu AI-Maker-Style, so, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen complicated, das ganze Ding. Auch nicht viel drin, für eine 0.6.1-Version ist relativ wenig drin. Wir fangen erstmal an, Storyline, Background-Story, die ist relativ schnell kurz erklärt. Ihr kommt, ihr zieht auf ein Landhaus ein, weil ihr der Stadt entflüchten wollte, weil euch das alles da wieder mal zu stressig war. Typische 0-15-Story. Und ihr lernt dann eben halt die Dame da vorne erkennen, die arbeitet in einem Floristik-Shop und dies und das alles. Und dort helft ihr dann immer ein bisschen aus. Ihr helft ihr halt bei. Und dann irgendwann taucht auf einmal eure Ex-Girlfriend auf. Ja, und anstatt dass die Sache jetzt mal perfekt gerade am Ruder läuft, also wie gesagt, erwartet noch nicht so viel für die Version 0.6.1. Ich weiß, ich habe ja immer schon gesagt, Versionsnummern können irritierend wirken. Für manche Leute ist die 0.6.1 super viel Content drin. Bei den anderen Leuten ist bei der 0.6.1 eher so der Anfangscontent runter und die machen da irgendwie noch eine 1.7. 2.8 und habt ihr nicht alles gesehen draus. Deswegen ist immer diese Versionsnummer, wenn da irgendwann mal eine Einheit finden könnte, wäre das absolut geil. Aktuell würde ich sagen, hier in der New Place definitiv die 0.6.1 relativ frisch und noch nicht so viel Content drin, wie man es hätte eigentlich erwarten sollen. Settings sind leicht erklärt, irgendwie. Jetzt ist mir das schon wieder passiert, dass dieses Ding hier hinten abgestürzt ist. Habt ihr das gesehen? Hier stand noch ein New Place und ich bewege die Maus und fliegt das Ding weg. Vorhin hatte ich da sogar einen Fehler drin gehabt. Da hat mir das Spiel gleich gesagt, jo, fuck, was ist los hier? Erstmal einen Systemfehler aufgegeben. Ich kenne ja diese Ignorant-Fehler und sonst was alles oder Reload-Fehler. Jetzt hier schon wieder, zack, boom, weg mit dem Ding. Na gut, lass uns ein bisschen reingucken, damit wir uns das Spiel auch mal ein bisschen angucken kann. Ja, ist Adult Content, ihr könnt natürlich den Charakter bestimmen. Charakter aus Geschmackssache, ist alles soweit okay. Hat mehr so ein bisschen Koikatsu Art Style Look, aber ich habe das Gefühl, hier ist ein AI-Programm rübergelaufen. I don't know why, but I think so. So, welcome Ben, yes, thank you very much. So, er hofft halt, ne, also es geht hier halt wirklich um eine Art Erotic Visual Novel Set in a small ritual town, sagt er eben halt. Also er bezieht hier halt das Landleben, das ruhige Kleinstadt-Dorfleben so ein bisschen mit ein. Und dort werden sich halt allerhand Relationships natürlich bilden. Ich kann euch auch ein bisschen was zeigen, also das Spiel ist gar nicht mal so schlecht. Also optisch mäßig vom Hintergrund her macht es schon mal einen sehr nicen Eindruck. Aber wie gesagt, Storylines erwartet da aktuell nicht die Feierheit und neue Innovativität. Ihr wisst, was ich meine. Also keine so große Neuerung. Was ich allerdings schön finde, aber ich meine, meiner Meinung nach ist das mit AI gemacht worden, sind die Backgrounds, meiner Meinung nach. Das sieht echt schön aus. Das gefällt mir auf alle Fälle. Mal ein frischer Wind für die Background-Area auf alle Fälle. Wir haben ja sonst immer sehr viele Backgrounds, die immer sehr gleich immer aussehen, die wir schon 10.000 Mal aus x-beliebigen Spielszenen kannten. Ich finde das ganz schön, dass man mit den AI-Programmen seit neuestem auch ein paar schöne Backgrounds machen kann, was man ein bisschen auch gerade im Visual-Novel-Bereich sehr ansehnlich aus ist, wenn man nicht immer mit denselben Backgrounds befasst wird. So, also wir bekommen den Rotzschuppen hier. Es ist ein Rotzschuppen, vielleicht werden wir den irgendwann mal verschönern können, aber er sagt ja aktuell, er macht ja ein Visual Novel, also bin ich noch nicht ganz. So, remove trash, alles klar, Müll raus, alles klar, Flecken vom Sofa entfernen, den glänzt wie neu, natürlich könnt ihr Essensrest flecken. Habt ihr das schon mal gemacht, so schön übers Sofa, die grätzigen, alten, scherbigen Wichsflecken da nochmal rüber gepinselt und die ganze ja, ich liege Sofa, liebst gleich rausgeschmissen und neu gemacht. Jetzt kommen wir aber zum Highlight, natürlich, wer kennt es nicht, Replace TV, ne? Einfach mal auswechseln das Ding und derselbe Fernseher steht neu da, als wäre er repaired worden. Naja, lassen wir einfach mal so stehen. Das Geld geht auch ein bisschen runter, also hier scheint auch wohl was ein bisschen mit Geld zu tun zu haben. Naja, da der Müllberg ja noch nicht weiter ist, machen wir einfach mal eben weiter. Es hält sich ja noch um Grenzen. Na, okay, das Loch in der Wand, das kann man auch schnell fixen. Ein bisschen Patex drauf oder ein Bild rübergeklebt, dann ist das Ding
auch schon weg. Aber nein, der fixt gleich die ganze Wall. Was auf alle Fälle schon mal gleich sehr interessant ist, wenn ihr gerade schon richtig gesehen habt, seht ihr zwei Türen auch noch auf der rechten Seite. Ja, fix Window, kein Problem. Steinschlag-Window. Hügel ich so rüber. Wenn ihr richtig gesehen habt, waren auf der Tür zwei Türen gewesen. Was sehr interessant meiner Meinung nach ist, das scheint wohl schon vielleicht ein kleiner Spoiler darauf zu sein, dass die beiden entweder noch bei euch einziehen oder vielleicht noch andere Leute auf einmal zu euch einziehen. Ich weiß nicht, wie groß er das dieses Set aufbauen will. Es ist Visual Novel. Ja, nicht ganz. Also, ich nenne sowas immer gerne ein Free Novel. Na, also Free with a Novel. Weil man sich hier halt immer frei bewegen kann und auch Schauplätze wechseln kann. Bei einem reinen Visual Novel, meiner Meinung nach, hat man immer das Problem, da geht man eine komplette Storyline durch. Selten eher die Wechselchanges in einem reinen Grund. Reading Visual Novel eigentlich eher selten. Na gut, da könnte man sagen Reading. Na, und das hier als Visual. Dann müsste man das ja Free Roaming Visual Novel nennen. Also ist alles ein bisschen mit drin. Obwohl, wie gesagt, hier habt ihr mehr Free Roaming Parts drin. Jetzt ist der Tag halt durch. Ich würde mir an dieser Stelle wirklich einen kleinen Slider hier unten wünschen. Oder hier oben eine Ecke ran. Der die Räume doch relativ leicht durchgehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auf der Dauer, wenn man das jetzt im Korridor gehen muss. Wie gesagt, hier sind die beiden Räume. Dann runter in die Kitchen. Eine Living Room, ein Outside, dass das ein bisschen nervtötend sein könnte, weil sich das ziemlich oft wiederholt. Na, wenn ihr wisst, was ich meine. So, ihr trefft jetzt ihr Yamori. Yamori ist auch am Start, also die Nachbarin der Yamori. Die hat bestimmt den Vormieter alles mit Müll zugebombert, damit er auszieht. Wahrscheinlich hat sie ihren ganzen Müll in das Haus reingestopft, als das leer stand. Vielleicht hat sie vergessen, mal die Müllabfuhr zu bestellen oder sowas alles. Wer weiß, vielleicht hat hier Muri doch ein bisschen mehr hinten drauf, als man erwartet hatte. Auf alle Fälle gibt es Age-Scenes mit Yamori und mit ihr, wir spielen das Spiel noch ein bisschen, und mit seiner Ex-Girlfriend. Wie hieß die jetzt nochmal? Naja, ist ja auch egal. Aktuell, wie gesagt, es wirkt eher für mich eher mehr AI-Character, wenn man das Ganze so ein bisschen ansieht. Man sieht auch die leicht ausgeschnittenen Scenes an den Haaren noch, aber das ist gut überschaubar eigentlich gemacht worden. Hat er doch ganz gut hingekriegt. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Dankeschön natürlich dafür, dass du mir helfen willst, deinen Müll rauszubringen. Ich bin mal wieder begeistert. Jetzt erzählt sie uns halt, dass sie in einem Flower Shop arbeitet oder dass sie eine Besitzerin des Flower Shops ist. Und das ist ja wirklich unglaublich, hätte ich gar nicht erwartet. Das ist doch richtig cool, finde ich geil. Komme ich gerne mal vorbei. Ein paar Yen kann ich mir immer gerne mal dazu verdienen. Ja. Küche. The Happy Place. Ja. Wenn der Kühlschrank mal voll wäre, dann wäre es gut. Okay, was nehmen wir hier? Just need a change. Ach, ich brauchte, wurden halt gefragt, warum wir überhaupt hier aufs Dorf gezogen sind. Da könnt ihr euch ein paar Aussagen aufnehmen, die ihr haben wollt. Ich sag mal einfach so, ich brauchte einfach einen Wechsel. Ja. Findet sie toll, findet sie schön, den Wechsel braucht sie auch mal. Der alte Nachbar war schon ausgelaugt. Naja, passt schon. Raus damit. So, jetzt wissen wir also auch, wer sie ist. Und am nächsten neuen Tag, den Wednesday, können wir dann eben halt auch jetzt bei ihr arbeiten. So, gehe ich mal ganz kurz schon mal auf den Button hier oben rauf. Ihr habt hier ein Quest-Status-System, was ihr schon mal seht. Das ist relativ simpel, relativ überschaubar. Was ist halt gerade zu tun? Hier unten sind noch drei Fragezeichen-Events. Ich weiß nicht, ob die frei sind oder ob die noch nicht frei sind. Aktuell kann ich sagen, habe ich es jetzt so weit gespielt. Bis die Age-Scenes alles zeigen, das ist alles okay. Eine Bar kommt noch mit dazu mit Kaito. Und wenn wir auf den Status gehen, sehen wir halt schon mal Yamori. Und er kommt eben halt unten noch die Next Ex-Girlfriend noch mit am Start. Wie man das beeinflusst, irgendwie glaube ich, meiner Meinung nach, hat das was mit den Aussagen zu tun, die wir fällen. Da werden wir wahrscheinlich
Freundschaftslevel oder sowas und dann immer schön weiter die Herzenslevel aufbauen. Ob da nachher noch so eine Szene kommt, dass man die irgendwann auch mal irgendwo ansprechen kann, kann ich euch nicht sagen. Seine Ex taucht relativ zufällig im Game auf und hat noch keine bestimmten Positionen, wo sie halt gerade ist. Und bei Yamori wissen wir, die hockt im Flower Shop und dann abends kommt sie mal auf den Tete-a-Tete kurz vorbeigeschnappelt. Besser gesagt, es fängt an zu regnen. Das ist die Bar. Das ist jetzt optisch so ein bisschen wow, was ist da gerade aktuell los? Das Bild hat mich total aus den Socken auf einmal rausgepfeffert. Der schöne Flower Shop mit einer schönen optischen, ja, ich würde mal sagen, so, ne, kleinen Dings ist ja, der Flower Shop geht voll clean durch. Na, alles okay, kleines Dorf, Flower Shop, passt gut rein. Kann ich mir bildlich im Kopf auch vorstellen. Aber das da, das wäre mal gleich ab in den Wilden Westen gerutscht. Das würde ich definitiv noch dreimal wechseln. Im Übrigen wundert euch nicht, er hat einen sehr interessanten Trick angewendet. Seht ihr das an der Seite, wenn ich zum Flower Shop rüber will? Hat er eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Er lässt das Bild vom Flower Shop leicht rechts, oder auch wenn die Bar gleich ist, zeige ich euch auch gleich, leicht links in einen durchsichtigen Schimmer rüberlaufen. Das sehr interessant gemacht ist, wenn man dann genau hinguckt, weiß man dann, dass man dahin soll und dahin soll. Das hat er ganz gut gemacht, also achtet ein bisschen auf die Ränder auch. Ne? Aber das Thema mit der Bar geht gar nicht klar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, wo ich mir denke, Wild-West-Style hier hinter, das konnte auch mit den paar Bäumchen da nicht richtig retuschieren, meiner Meinung nach, die Bar komplett raus. Da hätte man auch so eine, in der ähnlichen Brick-Optik eben halt eine Bar nehmen können, die für mich meiner Meinung nach voll clean klar geht. Ne? Also da würde ich definitiv nochmal drüber arbeiten, ruhig Red Brick, Brick-Optik rein, da sowas in der Art als Bar rausgehauen. Alles schön, alles gut, kann man mit annehmen. Meiner Meinung nach. Ne? Ich denke mal, Ripmath und manche andere werden da auch der Meinung sein. Man muss schon gucken, wenn man sich seine Bilder, seine Backgrounds oder sowas alles ein bisschen zieht. Ich weiß, alles kostet Geld, alles ist okay. Und man arbeitet mit den Materialien, die man gerade aktuell kriegen kann. Aber man kann ja Coins oder sonst was alles nachher, wenn man die sowieso schon dafür ausgibt. Oder man macht das kostenlose Coins, gibt es ja auch. Oder man holt sich halt Backgrounds, ja, was weiß ich, für ein Apple und ein Ei aus dem Internet raus. Dann würde ich schon gucken, dass das ein bisschen einheitlicher passt, weil so kriege ich einen Krampf im Auge, wenn ich dann auf einmal so eine Wild-West-Bar sehe und ich sehe dann so einen Flower-Shop, der eigentlich optisch besser reinpasst, auch in die Storyline. So, wir gehen in den Flower-Shop rein. Von innen eigentlich sehr cool ausgestattet. Ich mag den Style. Ich finde das, wie gesagt, ich darf ja nicht vergessen, wo spielt das Setting? Das Setting spielt halt an so einem kleinen, ich würde mal sagen, fast sogar schon irgendwo in der Pampa lebenden Bayerndorf oder irgendwo in der Pampa lebenden österreichischen Minidorf oder sowas. So ungefähr stelle ich mir das ganze Ding so in der Richtung vor. Also, ne, alles clean. Bis hierhin auch alles gut. Auch die Backgrounds hier, alles ganz okay. Sieht eigentlich alles nett aus. So, wir labern halt mit ihr darüber. Sie sagt halt, sie brauchen mal Hilfe im Shop und dies und das. Alles, also Standardlook, ne? Und schon haben wir uns ein bisschen Kohle dazu verdient, weil sie gibt uns immer ein kleines Taschengeld oben mit drauf als Little Bonus. So, in der Bar könnt ihr nachts nicht rein. Ja, wir haben 3 Zeitsprünge morgens, nachmittags und gleich doch komplett durch abends. Also irgendwie ist die Zeitsprungart sehr gut. So, jetzt war der Entwickler nicht ganz blöd und hat sich schon gedacht, ich gebe euch das Erbarmen und baue euch hier oben den Sofort-Zurücksprung in die ins Schlafzimmer rein. Denn ansonsten musst du jetzt wieder zurückgehen, du musst durch die Tür gehen, du musst durch die Kitchen gehen, du musst durch den Korridor gehen und du musst in das Bedroom gehen, um jetzt da zu sein, wo du schlafen kannst. So, und ihr merkt gerade, dass sich das ein bisschen sehr, ja, jetzt sollen wir so lange arbeiten gehen, bis wir, ah, da ist sie ja, Siki, heißt nicht Siki, heißt das nicht Seki? Ich glaube, so in die Richtung, ihr müsst das, glaube ich, als Seki treffen. Das ist halt unsere Ex-Girlfriend. Schauen wir uns die auch nochmal an, oder? Also jetzt habt ihr wirklich, dann hätte ich mir das noch von dem Flower Shop irgendwie hier oben auch noch gewünscht. Oder er baut es hier oben ein, weil jetzt muss ich hier beim Flower Shop raus, muss mit ihr arbeiten, bla bla bla. Und bin fertig, sehr schön. Jetzt mache ich das schnell, Reisesymbol, weil es gibt nichts zu tun, außer ab ins Bett zu watschen. Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, am Content-mäßig muss noch ganz stark gearbeitet werden, weil es ist definitiv noch viel zu wenig drin. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht den ganzen Scheiß jeden Tag. Ich sag ja, deswegen frühe Version. So, mal wieder ran an den Speck. Ran an ihren Speck, von mir aus auch, aber da wird ihr nichts finden, weil
Da gibt sie euch später was davon. Aber aktuell, wie gesagt, auch die Age-Scenes. Wie beschreibe ich die Age-Scenes? Also meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen mit Studio Maker gemacht worden. Die Szene wurde ausgeschnitten und dann eben halt hier rein gemacht, was auch gar eigentlich soweit ganz okay klar geht. Ihr habt dann unten so einen Zeitraffer, wo ihr dann eben die Schnelligkeit einstellen könnt. Und dann habt ihr oben noch so zwei kleine Felder, wo ihr einmal Zoom machen könnt. Es sind aber nur zwei Zoom-Stufen drin. Und die zwei Zoom-Stufen, ja, die lassen wir mal so dahingestellt. Ne? Die Scenes selber sind eigentlich soweit ganz okay. Also die kann man sich geben. Ne? Alles soweit. Also das ist wirklich alles soweit okay. So, back in the tank. This is one of the idea. Wollen wir mal in die Bar gehen? Ja, komm, ich gebe euch nochmal die Bar. Wie gesagt, da gibt's nicht viel Content. Da können wir halt mit ihnen hier talken. Mit Kaito. Der erzählte uns eben halt, dass wir, sagt ihm doch, dass wir hergekommen sind, dies und das. Auch dieser rustikale Look der Vespa. Also das würde ich definitiv 6-mal ändern. Battery low. Ja, ich weiß, Batterie ist auch leer. Das würde ich 18-mal ändern. Also bin ich ganz ehrlich. So, ich muss bei meine Batterie einklemmen. Sorry, Dustin. Ich habe wieder vergessen, die Nacht über aufzuladen. Normalerweise hält das Ding ja eigentlich 2 Tage eigentlich, aber nach 2 Tagen ist auch irgendwann von der Batterie Feierabend. Charging Battery. Jetzt hat die schöne Stimme Charging Battery gesagt. So, deswegen. So, also, wenn ihr dann jetzt ich denke mal, hier in der Bar wird nachher der nächste Szenenort sein. Ich denke mal auch, er wird das so aufbauen, dass er hier ein Konstrukt aufbaut, einer Map. Also das heißt also, ihr könnt dann Wechsel. Wahrscheinlich werdet ihr dann hier oben auch noch mehrere Bereiche angezeigt bekommen, wo ihr dann eben halt Schnellreisefunktionen habt. Und dann werdet ihr dann eben dort die nächsten Leute treffen, Girls treffen, dies treffen, um in der Storyline weiter voranzukommen. Interessant würde ich es finden, wenn es so einen kleinen Beef zwischen Ex-Girlfriend und vielleicht eventuell New Girlfriend gibt, weil das ist ja aktuell nur noch der Status Friend. Ich weiß gar nicht, bauen wir dann. Ja, wir. Aktuell, glaube ich, bauen wir da gar nichts bei auf. So, wir gehen nochmal rein, weil ich will ja gerne nochmal. Da kommt sie. Hatte ich auch irgendwie so ein Gefühl, so 0 auf 15 AR-Model. Ja. Alles nett gemacht, alles ganz gut. Was fragt sie nochmal auf der Chaos? I'm sorry about. Ach Gott, ja, komm. Dann labern wir mal darüber. Ist sie froh und glücklich. Ganz nett, dass er so ein bisschen mit den Animationen gespielt hat, dass die Gesichtsanimationen so in den Szenen so ein bisschen reingehen. Standanimation auch soweit ganz alles ganz okay. Ihr knattert die übrigens beide noch weg, also viel Spaß dabei. Tja, hier muss ich mal kurz einen kleinen Cut rübersehen, weil hier ist der erste Nippelflutscher. Ja, Nippelflutscher kommt auch noch mit dazu. Alles soweit okay. Aber wie gesagt, ne, das muss man halt selbst entscheiden, ob man das Spiel spielen möchte oder nicht, auf die Wunschliste setzen möchte oder nicht. So, jetzt haben wir die andere ja auch nochmal gesehen. Sehr schön, wir haben $15 wieder gekriegt. Ja, und jetzt spielt ihr eigentlich wirklich, ehrlich gesagt, nur noch so diese Taskleiste, also diese Questlines ab. Ja, und habt dann, also es ist wirklich ein ständiger Wechsel hin zum Flower Shop, zurück zum Pen, hin zum Flower Shop, zurück zum Pen, hin zum Flower Shop, zurück zum Pen, hin zum Flower Shop, ne Age-Szene, zurück zum Pen, hin zum Flower Shop, Flower Shop, ne Age-Szene, zurück zum Pen. So. Fehlt sehr viel Content. Ihr merkt das schon, was ich meine. Ne? Müsst ihr selber wissen, ob ihr das Game auf eure Liste setzen möchtet oder nicht. Ich werde definitiv mal reinschauen, wie sich das Spiel in nächster Zeit mal entwickelt hat. Vielleicht ändert er die Bar auch um. Ich würde ihn dazu raten, auf alle Fälle die Bar zu ändern. Ruhig in dieser Brick-Optik. Er kann ja gerne auch mit diesen Backgrounds so aus dieser Brick-City spielen. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. So. Oder Brick-Town, würde ich dazu sagen. Ne? So Little-Town-Red-Brick-Look. Ne?
das gefällt mir eigentlich. Das ist auch nice to have. Das sieht auch gut aus und sowas alles, ne? Ich meine, ich sehe ja darüber auch hinab, dass da hinten irgendwie in der Decke auch schon was durchbröckelt. Sieht man ja drüber hinweg alles gut. Aber trotzdem, der Look ist gar nicht mal so schlecht. Der Background-Look, den finde ich gar nicht mal so übel. Nur eben halt, die Bar passt absolut überhaupt nicht da rein. Einfach ändern in diesen Optik. Gibt es auch Bars im Background-Design und sonst was alles. Kein Ding. Ansonsten nett. Ganz okay soweit, muss ich sagen. Auch das Haus von außen, nehmen wir das mal unter Kontrolle mal eben schnell. Ich mag den kleinen Weg hier einfach rein in die Hütte. Es sieht ein bisschen morode aus, ein bisschen altbacken aus, aber passt zum Stil. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer kleinen Dorf. Da sehen manche alte Häuser eben halt noch so aus, wie sie aussehen mögen. Ne? Der Background ist ganz schön. Aber ich denke mir gleich, der lebt in den Alpen. Ja, aber ist trotzdem ganz schön gemacht, einigerseits. Ja, kann ja sein, dass er von dort aus dann eben in die Stadt geht. Kann ich alles auch noch so mit einziehen. Sofa und Dings ist ja gut. Lass es optisch ein bisschen natürlich neu moderner wirken, ist auch kein Problem. Dass man hier aber keine Funktion hat, nervt mich ein bisschen. Weil so ist es irgendwie verschwendet. Und man könnte auch ein bisschen Interaktion mit der Umgebung halt machen, das geil ist. Ich meine, viele Leute wollen gerne auch Interaktion mit den Umgebungen haben. So ist das Ganze allerdings rein optisch nur da und ja, soll halt zeigen, das soll ein Wohnzimmer sein. Ne? Auch die Küche, der Boy braucht nie Essen, er ist ein Vampire of Life. Der braucht einfach nur höchstens frisches Blut, ansonsten braucht er nichts zu mampfen, also auch wieder verschwendetes Potenzial in Sachen Life Stimulation, aber das ist okay, wenn er ein reines Visual Novel machen will. Wie gesagt, zwei Türen habe ich so das, habe ich so die Info da, oder habe ich so das Gefühl dafür, dass da was kommen wird. Vielleicht lässt er sich das noch offen für zwei Characters. Ich meine, hier hat er sie ja auch schon eingesetzt, da kann er ja hier auch noch zwei Räume reinsetzen. Vielleicht zieht seine Ex-Girlfriend hier ein oder die andere neue. Beide ziehen hier ein und machen ihm das Leben zur Hölle. Who knows? Und ja, hier vielleicht noch eine Lampe hingestellt oder so, aber das ist alles clean up. Kann man alles so durchgehen lassen. Ja, komm, läuft. Kann man so gesehen lassen. Er hat ja mal ein... Warte mal, lass mich mal eins gucken. Hier ist es... Ja gut, okay, da hat er wirklich kleine Info. Kleine Sache finde ich gar nicht mal so schlecht. Hat er da wirklich, echt, das hat er eigentlich gar nicht mal, das hat er gar nicht mal so doof gemacht. Guckt euch mal die Wandmaterialien an. Hier ist es okay, weil hier hat er Küchenabstrakt reingesetzt, aber wenn man sich so den Boden ansieht und die Küche ansieht, hat er das eigentlich in einen sehr guten Look gewählt. Das passt optisch sehr gut. Na, auch hier ist die Wand wieder dieselbe Wand, die wir hier auch im Schlafzimmer nachher haben. Schlauer Zug, muss ich sagen, auch der Boden, schlauer Zug. Also da hat er doch wirklich drauf geachtet. Interessant. So, wie gesagt, ein New Place, jetzt available auf Itchy, auf Itch.io, könnt ihr euch das gerne holen oder auf der Patreon-Seite. Kintsugi Digital hat das Ganze, entwickelt gerade aktuell das ganze Spiel. Wir haben jetzt den Stand 0.6.1. Das Game gibt es für Windows, Mac, Linux und Android in den Sprachen Englisch. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es wollt, beim selber spielen. Würde euch aber eher davon oder eher dazu raten, vielleicht noch ein bisschen zu warten, um mal seinen späteren Verlauf der Storyline mal zu sehen, was er sich so überlegt hat für die Story, wie er das Ganze noch ein bisschen einbaut. Also ich persönlich werde auch noch ein bisschen warten, bis eine weitere Version auf dem Markt ist und dann mal gucken, wie sich das ganze Spiel dann so entwickelt hat. Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.